neben mir steht Yvonne. Sie ist die Gästebetreuung hier im Dana Beach, kennt sich prima aus, spricht auch Deutsch und dementsprechend freue ich mich, mit ihr jetzt durch die Anlage zu gehen. Dann übernehme ich mal und sage, los geht's. Yvonne, da haben wir ja gleich mal den Beach und da wird auch gleich Beachvolleyball gespielt. Wie lange bist du schon hier? Fast 7 Jahre jetzt. 7 Jahre? Ja. Okay. Das heißt also, du fühlst dich auch sehr wohl, sonst wärst du nicht 7 Jahre hier, oder? Ja. Ist super zum Arbeiten, nette Kollegen, schönes Hotel. Passt alles, ne? Ja. Lass uns mal kurz einen Blick über den Strand werfen. Das heißt, wir haben hier einen unglaublich schönen, langen, breiten Sandstrand. Da hinten ist eins von den Restaurants. Wie lang ist der Strand ungefähr? Wie breit ist er hier? Das ist überfragt. Also ich denke mal, der ist irgendwie so 600 Meter dürfte er schon sein. Davor dann das Meer, wo man dann super gut schwimmen kann, steht ja hinten raus zum Tauchen, zum Schnorcheln optimal, aber auch eine Wasserstation habt ihr hier, ne? Ja. Was kann man da alles machen? Ein Aquacenter, habe ich vorhin gerade gesehen, Windsurfen. Mhm. Und jetzt haben wir hier dann eigentlich zwei Restaurants. Wir haben auf der rechten Seite ein Beach-Restaurant, wir haben auf der linken Seite. Von unseren Partnerhotels, okay. Lila Valila und Jungle Aquapark. Okay, das heißt aber hier hat man auch am Strand einen Service, habe auch gesehen, da gibt es auch coole Drinks. Ja, die bringen auch die Getränke an, die Liege. Okay, und eiskalt vor allen Dingen, das ist auch immer wichtig. Ja. So, dann schauen wir doch mal über die Anlage. Die Anlage ist sehr groß, eigentlich wie so ein kleines Village gemacht. Und da haben wir auch gleich ein Zimmer. Weißt du was, wir gehen mal über den Balkon ins Zimmer rein. Damit unsere Gäste wissen, wie sie untergebracht sind. Wir haben diese Blockeinheiten 3, 4 und 6. Vielleicht kannst du das kurz erklären. Der 3er und der 4er ist? Sind Superior- und Mehrblickzimmer. Mhm. Gehen wir mal in die andere Seite, genau. Und dann gehen wir auch mal rein. Wunderbar. Dankeschön. Und so sehen diese Zimmer aus. Also das ist jetzt ein Mehrblickzimmer. Entweder unten mit Terrasse, wie wir es gerade gesehen haben, oder eben im ersten Stock. Da dürfte ich jetzt übernachten mit eben dem Blick direkt raus aus dem Meer. Und dann grüße ich auch gleich mal rüber und sage Hallo aus dem Dana Beach mit 98% der absolute Mega-Renner bei über 20.000 Bewertungen. Haben wir ein Flatscreen, was ich auch immer gut finde. Wir haben also die Kaffeemaschine oder Tee, Zubereitungsmaschine ist alles da. Wasser ist auch dabei und unten eine Minibar. Die öffnen wir natürlich und sehen, die ist auch nicht leer. Da ist auch schon was drin. Also für diejenigen, die noch ein bisschen Durst haben auf dem Zimmer, haben wir das natürlich auch. So, dann gehen wir weiter. Gucken wir uns auch mal das Bad an. Können wir wieder grüßen. Hallihallo. Komm, jetzt kann ich Yvonne auch mal grüßen. Yvonne grüßt jetzt auch mal, das ist doch schön. So, mit einer tollen Dusche, also echt stark, kann man sich auch mal in Ruhe hinsetzen und abduschen, wie man es möchte. Das heißt also, im Endeffekt ein großes Zimmer, das ist wie groß ungefähr, was ist das? 40, 45 Quadratmeter, das ist doch schon üppig. Also, so fühlt man sich wohl und dann geht man, wenn man hier zum Beispiel dieses Zimmer hätte, direkt raus auf die Terrasse und hat dann hier die Möglichkeit auch am Abend nochmal gemütlich zu sitzen oder morgens gleich raus zum Strand zu gehen. Ja? Das ist eine großartige Geschichte. Sag mal Yvonne, wenn wir Gäste haben, die jetzt nicht unbedingt so weit laufen möchten, was können die machen? Die können entweder mit unserem Boot fahren, das fährt auf der Lagune in der Hotelanlage. Okay. Oder es würde auch die Möglichkeit geben, dass sie dann an der Rezeption Bescheid sagen, dass sie eins von unseren Golfcars zum Strand bringt oder zum Restaurant. Und das machen die. Ich habe das heute Morgen auch getestet und das ist echt großartig gelaufen. Guck mal, es gucken viele zu, ja, die also hier auch begeistert schon liken. Und 98% weiter. Ich meine, du bist die Gästebetreuung. Was sagen die Gäste so? Was finden die toll an diesem Hotel? Also die finden die Anlage sehr schön, weil es so groß und weitläufig ist. Mhm. Die vielen Restaurants, dass man da sehr viel Auswahl hat. Kinderfreundlichkeit, die Sauberkeit ist toll, der Service ist super. Ja. Alle sind nett und freundlich. Und jetzt schauen wir mal vom Strand ganz kurz nach links rüber. Da haben wir nämlich diese Lagune. Das ist Meerwasser, ne? Ja, das ist eine Meerwasserlagune.
es auch viele Fische haben. Also, das kommt. Es gibt auch die Möglichkeit, sich mal ein Tretboot zu nehmen. Okay. Und mit dem Tretboot zu fahren. Also, wir nehmen uns vielleicht mal ein Bötchen, wenn da eins kommt, dann düsen wir mal rüber. Aber in der Zwischenzeit können wir noch mal so ein bisschen was von dem Strand zeigen. Also, es ist einfach sensationell. Feiner Sandstrand. Dr. Fisch natürlich auch vor Ort. Peeling für die Füße. Ja. Massage auch hier am Strand sogar. Ja. Aber ihr habt da ein Spa Center, sehen wir uns nachher an. Wo ist das? Das ist direkt im Rezeptionsgebäude. Okay. Ganz beliebt natürlich auch hier, wie bei vielen, ist Boccia. Aber auch Stretching. Ja, ich finde das klasse, dass auch Männer mal beim Stretching dabei sind. Also, hat doch was. Und dann hinten rüber nochmal auf den Beachball von euch. Ja. Wie lange ungefähr hat das Restaurant hier am Strand auf? Bis 14.30 Uhr. Bis 14.30 Uhr. Aber die Bar ist bis 18 Uhr geöffnet. Also Sundowner ist auf jeden Fall schon mal gesichert. Gut. So, und das ist sozusagen hier die Anlegestelle, wo man dann auch mit dem Boot weiterfahren kann. Wir können das uns aus der Ferne mal anschauen. Da hinten haben wir ein Restaurant, was wir uns auch nochmal gleich anschauen werden. Das ist das Il Castello. Also von den Blocks her gesehen, für unsere Gäste, um das nochmal zu sagen, wir sind direkt am Strand, wir haben die Einheiten 3 und 4 und wir haben einen neuen Bereich, das ist der 6er. Was haben wir da Neues im 6er? Da sind die Zimmer gerade neu renoviert worden. Mhm. Also ich denke mal, das dauert noch ein bisschen hier mit dem Boot, dann gehen wir mal weiter. Super Wetter natürlich, gerade hier wieder mit Temperaturen so um die 30 Grad, also das ist einfach großartig. Schau dir das mal an. Mega Anlage und vor allen Dingen auch sehr gepflegt. Also wenn wir uns mal hier die Gartenanlage ansehen, ja, viele Gärtner, die hier arbeiten, die hier täglich ihren Job machen. Oder? Sehr, sehr schön. So, dann machen wir jetzt einfach mal eins, dann gehen wir zu Fuß weiter. Komm, wir gehen mal einen Ticken schneller, wir sind ja fit. Vom Animationsprogramm, wenn wir schon gerade gesehen haben, Sport war ja die ganze Zeit vorne am Beach schon. Was gibt es sonst denn noch? Was macht die Animation sonst noch? Es gibt einen Kinderclub, abends ein paar Shows. Ja. Dann haben wir am Strand Volleyball, Boccia, auch am Aktivpool gibt es Animationen. Ja. Mit Musik und Dart, Boccia spielen. Aber es gibt auch die Relax Areas, wo man also Ruhe hat. Genau, das ist einmal hier der Castello Pool. Aha. Da gibt es keine Animation, da läuft auch niemand rum, da kann man sich erholen, keine Musik. Sehr, sehr schön. Und am Abend, was passiert am Abend? Am Abend gibt es halt Animationsshows oder auch Live-Musik, jetzt wieder an der Castello Bar. Im Winter haben wir das drinnen im Food Court, weil es dann abends so frisch ist. Ja. Aber jetzt ist es wieder draußen. Schau mal, das ist auch nett, dass man immer so kleine Ecken hat, wo man sich auch mal absetzen kann und sagen, du komm, jetzt genießen wir einfach mal einen Blick über die Lagune. Und ansonsten hier mit Palmen. Eine mega schöne Anlage. Viele Gäste genießen ja jetzt, habt ihr sogar fast, sag ich mal, das Hotel voll, oder? Ja, ist ausgebucht. Ist ausgebucht sogar, Wahnsinn. Es ist natürlich auch so eine Zeit, logischerweise jetzt im Winter, also Februar, März, April, wo man ja zu gigantisch günstigen Preisen dann auch hier wirklich in die Sonne fliegen kann. 4,5 Stunden Flugzeit, also vier Stunden. Und dann sind wir da. So, können wir mal rüberschauen hier. Das ist dieser Relax-Pool, den du eben angesprochen hast. Der ist auch im Winter beheizt. Okay. Und Salzwasserpool auch? Nee, Salzwasserpool. Habt ihr nicht, gut. Also die sind beheizt, haben, weißt du ungefähr wie viel Grad? 30. Wunderbar. Ja. Kann man auch, wenn es mal ein bisschen kühler ist, unten mal reinspringen. Dann gibt es hier beim Castello natürlich auch die Ebene, wo man tanzen kann. Gestern Abend habe ich gesehen, also auch Standardtänze. Gute Band war übrigens da, die dann die Klassiker gespielt haben. Und
die Damen und Herren echt geschwurft haben. Also richtig fein. Ich liebe Anlagen, die so gepflegt sind wie diese. Noch einmal 98% bei über 20.000 Bewertungen. Also die Gäste wissen schon, warum sie gerne hier sind. Was wir auch da hinten dann nachher sehen werden, das sind Großleinwände, Flatscreens auch. Das hat mich gestern gewundert. Also ihr habt ja wirklich vom Programm her komplett alle Fußballspiele. Also egal, wenn irgendwo ein Fußballspiel live startet, dann seid ihr dabei. Ja, wir haben sehr viele Fußballliebhaber in der Anlage. Ja, das hat mich gestern begeistert, weil ich bin nämlich auch einer. Also, das haben wir in, ich glaube, das ist auch nett. Kakteen. Und wir gehen mal rüber. Schwingen uns über die Brücke. Und gehen Richtung Castello. Castello, Italiener. Und die Bar davor. Da habe ich gestern Abend Fußball geschaut, was ich also auch hammermäßig fand. Da wurde dann tatsächlich das Bier in einen Eiskübel gestellt. Also die Flasche Bier in einen Eiskübel rein. Und der Ober kam so alle 5 Minuten vorbei und fragte, ob er nachschenken darf. Also der Service ist schon der Hammer hier. Sehr gut. Italienisches Restaurant, natürlich für euch auch so ein Konzept, dass ihr jetzt kein à la carte habt. Was macht ihr? Wir haben ein Buffet-Restaurant. Ja. Da gibt es dann halt auch kein Anstehen. Es ist nie wirklich voll, also man findet immer einen Platz. Okay. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass sich irgendwie 20 verschiedene Gerichtsarten zueinander geklatscht werden. So, du hast den Asiaten, du hast den Italiener. Das ist wie gesagt hier diese Bar. Und auf der anderen Seite haben wir da drüben übrigens, das ist diese Tanzfläche gewesen, wo wir gestern mal wieder gesehen haben, dass der Deutsche auch sehr, sehr gut Foxtrot tanzen kann. Jetzt machen wir noch einmal den Blick rüber über den Pool. Momentan, wie gesagt, die Temperatur 30 Grad ist exakt mein Ding. Fühle mich da sehr, sehr wohl. Da hinten sehen wir auch zum Beispiel eins dieser Bötchen, wo man dann über die Lagune fahren kann und zum Strand kommt. Sieht klasse aus. Gut. Wie gehen wir zum nächsten Restaurant, zum Asiaten? Können wir um die Ecke eigentlich nur sehen? Da müssen wir jetzt gar nicht hingehen. Ja, da können wir einmal um die Ecke schwenken. Da schwenken wir einmal um, genau. Man muss gar nicht aus der Anlage raus. Man kann also hier wirklich abends verschiedene Cafés oder auch die Eisdiele oder im Endeffekt das Café Kaiser mal ansteuern. Also man hat hier ein kleines Dorf, ein Hotel, wo du alles vorfindest. Und wenn wir jetzt dann mal um die Ecke schauen, gehen wir über die Brücke. Und da haben wir dann den Asiaten. Was natürlich auch klar ist, also man kann im Winter drin sitzen, aber im Sommer sitzt du natürlich draußen. Und das ist auch eine besondere Atmosphäre, eigentlich hier am Wasser quasi zu sitzen und zu essen und zu trinken. Das genießt man natürlich. Familienprogramm natürlich auch hier bei euch. Jetzt haben wir hier sozusagen mal die Ecke für die Kids und die Families. Das ist ein Spielplatz, der Kinderpool. Da liegen die Kinder mit den Wasserrutschen. Mhm. So. Viel Wasserspaß mit Families, die alle happy sind. Das sehe ich ja auch immer ganz gerne, wenn Menschen nicht genervt sind, sondern einfach sich wohlfühlen. Und dann immer wieder diese Blumenpracht und diese Kakteen. Seid ihr spezialisiert auf Kakteen? Nee, eigentlich nicht. Aber es ist Wahnsinn, was ihr hier so bietet. Ja.
hier vorne so lang fliegen. Ja, guck dir das mal an, du. Cactus Road. Fein. So, jetzt mal der Schwenk rüber Richtung. Oh, guck mal, da geht's aber los mit dem Dübel, der hier das Wasser mal runterschickt. Also eine schöne Anlage mit interessanter Poollandschaft. Guck dir das an hier. Das sind ja Kunstwerke, die hier noch. So, und da vorne ist dann, achso, das da drüben, können wir auch noch mal kurz zeigen. Das ist dann der nächste neue Zeug, das ist quasi der 6er-Block. Genau. Komplett neu errichtet. Also eigentlich, sag ich mal, könntest du hier Golf spielen. Fantastisch. So. Da drüben haben wir dann nochmal eine Poollandschaft. Was ist das dann für ein Bereich? Das ist der Aktivpool, auch mit der Animation. Okay. Der ist im Winter nicht beheizt. Mhm. Aber dann halt im Sommer so schön erfrischend. Ja. Also ich sage mal jetzt bei 30 Grad auch, ja, habe ich auch nichts dagegen, da mal reinzuspringen. Brauche ich ja nicht unbedingt einen beheizten Pool. Eigentlich auch mal gut zu sehen, wie hier immer wieder sauber gemacht wird. Also da sind sie alle sehr fleißig. Deshalb auch so ein beliebtes Hotel. Hallo? Hallo. So, Active für euch. Ja. Und da hinten ist dann auch eine schöne Bar, wo man am Abend auch noch schön relaxen kann. Aber wir gehen mal rum und schauen uns jetzt mal. Guck mal, die haben extra für uns alles sauber gemacht jetzt. Der Wahnsinn. Dort hinten verschiedene Restaurants, Cafés. Was haben wir denn vor der Nase gerade? Ist, glaube ich, das. Also links ist das Kaiser, das deutsche Restaurant. Okay, was gibt es denn da? Warum halt, also Kaiser habe ich gestern gesehen, weil Franz Beckenbauer die ganze Zeit an der Wand hängt, also in verschiedenen, ja, in verschiedenen Bildern und in verschiedenen Lebensphasen als Spieler, als Präsident, als natürlich auch der Mann, der viel für den deutschen Fußball gemacht hat. Ja, das Essen ist ja typisch deutsch, Leberkäse, Gulasch, Kohlrouladen, Bratkartoffeln. Okay, prima. Ja. Und dann haben wir hier vorne das Columbus. Das ist sehr lecker, da gibt es ganz tollen Eiskaffee, Eischokolade, Espresso, Cappuccino. Okay. Ah, da gibt es auch ein Eis, das ist gut. Das werde ich dann nachher auch mal gönnen. Und vor allen Dingen, das kann man jetzt natürlich leider nicht rüberbringen, wenn man da reingeht. Da riechst du richtig frischen Kaffee, also riechst du richtig die Bohnen, also das Gemahlene, wo du sagst, wow, das ist ja wie in den absoluten Top-Ketten, die wir so auch in Europa kennen. Also sehr, sehr fein, sehr, sehr fein. Drüben ist der Food Court. Ja, da gibt es Mittagessen und Snacks bis 17 Uhr und ja. Eiscreme und Kaffee. Okay. Wenn wir dran vorbeigehen, oder wir können da vielleicht mal einmal, wir gucken wieder einmal rein ins Café Columbus. Damit wir auch mal zeigen können, hallo. Und das ist richtig hier, ja. Delicious Coffee, so sieht es nämlich aus. Und so sieht die Coffee Bar aus hier. Indiana Beach, hey! Das ist sowas von genial, auch wenn man mal die Maschine so sieht. Also typisch italienisch. Wenn wir zwar zur Kuchentheke kommen, also da sage ich aber Kalorien durch Gott. Alles im All-Inclusive mit dabei.
Double Chocolate Cake. Ja, der. Und dann freut mich ja mal nicht Andresen. Hallo. Gut. Gehen wir weiter. Hallo. So. So. Jetzt gehen wir dann auch schon mal Richtung Rezeption. Food Court, wie gesagt, beim Frühstück oder beim Abendessen, Mittagessen kann man hierher kommen, aber man kriegt auch alles am Strand. Sauber kurz reinschauen. Ja. Also Platz für alle. Und vor allen Dingen ein Ganzjahreshotel, wo man dann weiß, also auch im Winter überhaupt kein Problem. Ich kann schön drin sitzen und genieße mein Essen. Wir gehen weiter. Was haben wir als nächstes, Johann? Das ist das Le Marché, das internationale Restaurant. Da gibt es Frühstück und Abendessen. Okay, gucken wir auch noch mal kurz rein. Sieht einfach alles gut aus. Ja. Lass mir nur kurz den Blick einmal schweifen. Dann sind wir schon wieder draußen in der Sonne. Gut. So, jetzt haben wir noch das Le Marché. Also zu essen und Platz ohne Ende, muss ich keine Gedanken machen. Da unten ist der Spa-Bereich, auch das Fitnesscenter. Dahinter ist auch noch Tennisplätze, also man hat hier wirklich alles. Und was ich auch vorhin schon mal angedeutet habe, da haben wir auch diese Großleinwand. Wo man jetzt zum Beispiel das Spiel Schalke gegen Dortmund sehen könnte. Also es finde ich schon schön, dass für die Männer hier viel geboten wird. Ja. Also nicht heißen, dass die Ladies ja nicht Fußball mögen oder schauen, aber das ist einfach klasse, ein cooles Bier trinken, aber Nachmittag mal ein bisschen Fußball schauen. Hi, Spa-Bereich, wir sagen auch einmal Hallo. Tschüss. Dann gehen wir mal hoch und zwar zur Lobby. Der Spa-Bereich hat auch nochmal einen extra Pool. Genau, können wir von oben sehen. Dann gehen wir doch mal rüber. Und das ist übrigens diese Bar, die ich vorhin schon mal angedeutet habe, wo ich gestern auch saß. Und das macht Spaß, so abends noch genießen, Fußball schauen, kaltes Bier trinken. Gut, ich war ja allein, also meine Frau war nicht dabei. Okay, dann haben wir hier auch nochmal erhöht den Bereich, wo wir jetzt natürlich auch super über die Anlage schauen können. Was für eine Anlage. Somit das beliebteste Hotel bei unseren Gästen in Ägypten. Absolut klasse. Jetzt schauen wir mal rüber. Was auch nett ist, sehen Fans auch im Trikot. Schalke sitzt neben Dortmund und sie vertragen sich. So muss das sein. Das ist Urlaub auch hier im Dana Beach. Schauen wir mal an der Leinwand vorbei, da haben wir noch die Tennisplätze und den Extra-Bereich für diejenigen, die gerne mal im Spa-Bereich sind und dann auch noch sagen, okay, ich möchte auch meinen Relax-Pool noch mal genießen. Gehen wir mal hier hoch. Ah, viele Fans. Und jetzt gehen wir mal in diesem Bereich, ja. Piano Bar, okay. Aber sieht ja auch stark aus. Hier schauen wir das mal an.
viele Herzchen kommen, ja, so viele Herzchen. Hallo. Hallo. Hi. Können wir gleich mal auf den Freund Hossam reinnehmen, ja? Der freut sich auch. Okay. Dann gehen wir zur Lobby vor. Also, ich sage, überall kann man wunderbar Fußball schauen, relaxed, Indoor oder Outdoor, okay. Guck mal hier, und vor allen Dingen, ich sage ja sonnenklar Gäste, ja, und fühlt euch wohl hier, ja, aber hallo, ich will jetzt nicht weiter beim Fußball spielen, okay. Ja. Ja. Auch hier natürlich, ja. Schöner Blick aus der Halle raus. Das zeige ich euch auch nochmal. Man muss Ruhe haben, möchte aber trotzdem den Blick immer raus in die Anlage hinein. Gehen wir zur Rezeption und wenn wir zur Rezeption gehen, dann gehe ich auch gerne mal in. Erstmal grüßen wir die Yvonne. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Und jetzt machen wir einfach, gehen wir mal in das Büro des General Managers. Und der hat nämlich mega viel an der Wand hängen. Und was ist das, was er an der Wand hängen hat? Hallo? So, das sind die gesamten Awards. Das ist unglaublich, was dieses Hotel an Trophäen, an Awards gesammelt hat. Alles eben hier Awards in den letzten Jahren, aktuell natürlich auch infolge letzten 5 Jahre, ja, Gold Award, die Holiday Check 2017, das ist schon Wahnsinn. Und wenn wir nochmal einmal rumgehen, es ist natürlich so, dass auch viele Stars hier schon waren und wenn wir uns hier mal anschauen, also da ist auch alles dabei, was Rang und Namen hat, ob es jetzt die Brasilianer sind, ob es die Stars sind von Real Madrid. Also Weltstars hier im Dana Beach. Unglaubliche Anzahl an Awards. So, und dann gehen wir nochmal schnell wieder durch die Giebel. Ich liebe Türen, ich liebe Gänge. So, lieber wieder hier hin. Können wir nochmal zu zwei weiteren Bars in der Lobby. Also jeder findet sein Plätzchen hier, das ist unwahrscheinlich. Können wir uns auch noch kurz ansehen. Wie weit bin ich von Hurghada selbst weg, wenn ich mal in die Stadt möchte? Also so mit dem Taxi 20, 25 Minuten. Okay. Aber man muss es nicht unbedingt haben, weil hier gibt es nun wirklich genug. So. Jasper, hier kann man Billard spielen. Aha. Also auch unterschiedliche Musik, das finde ich auch mal ganz stark. Gut, dann würde ich sagen, liebe Yvonne, dann werden wir einmal umswitchen. Machen wir es mal so. Jetzt sind wir ein bisschen dunkel. Ich bedanke mich bei ihr. Sie ist für unsere Gäste natürlich da und wird immer, wenn was ist, natürlich ein offenes Ohr auch haben. Also das war jetzt Goofy First oder Travel Goof aus dem Dana Beach mit Yvonne und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.